7 Kilometer weiter voraus als der Fritz Hirtnagel und die Distanz auf dem Wolfgang Mader beträgt 6,6 Kilometer. 38,1 Kilometer war die Distanz. Der Herr Dr. Mader hat es erwähnt, er ist normalerweise der Langstreckenfahrer, das heißt, Sie kommen jetzt nach einer guten Stunde eigentlich erst zur richtigen Fahrt. Also vom Organismus her und von der Autonomie her schon. Also ich fahre normalerweise, jetzt morgen zum Beispiel habe ich 8 Stunden Trainingseinheit, am Samstag 10 Stunden, am Sonntag wieder eine 10 Stunden Einheit. Und das ist auf einer Stunde, das ist normalerweise ein Baum. Und für mich ist von einer Stunde natürlich schwieriger, als wenn ich 10 Stunden, klingt es blöd, aber es ist so, weil du fährst immer am Anschlag, du fährst immer auf der Gefahr, du musst allein Übersäuerung und das darf ich nie. Weil in 3 Wochen fahre ich die Weltmeisterschaft Ultramarathon. Der geht 1000 Kilometer und 15.000 Höhenmeter in 44 Stunden Fahrzeit in einem Tag. Da fahren wir also 2 Tage und 2 Nächte durchgehend. Und da darfst du nie übersäuern, nie eine Minute, das ist schon wieder da permanent. Und das ist natürlich das Schwierige. Ich muss sagen, wenn ihr wollt, weil er selber tut es nicht, zum Stefan Denifel sagen darf, weil er ist nicht nur ein Spitzenfahrer, er ist auch ein sehr, sehr bescheidener Fahrer. Der hat heuer schon niemanden geringeren wie Giro d'Italia, Sieger Dennis Mensch abgeschlagen. Er fährt mit dem Carlos Sastre, dem Tour de France-Sieger, hat den bereits geschlagen. Also ich muss sagen, es, die Zukunft gehört sicher im Steffen und das hat man gesehen, den Vorsprung, den er da hat, den hat er in Wahrheit noch besser. Also das ist sicher für mich in Zukunft der beste österreichische Fahrer. Okay, danke vielmals. Einen Applaus für den Stefan Dillewel, der hat sich mit Ruben, mit den besten Weltklassefahrern der Welt geschlagen. Der Herr Dr. Mader hat es erwähnt, du bist einer, der gerne auf Understatement setzt, ein bescheidener Mensch. Jetzt dürfen wir abrechnen, 45 Kilometer haben wir geschafft, bist du zufrieden? Bei der Taktik war am Anfang langsam anfangen. Ich habe mir gedacht, ich mache es ganz anders, fange hier an und schaue, ob ich durchhalten kann. Ich sage, es ist gut, weil ich denke, dass ich Langstreck am Anfang. Ich habe keine gute Zug durchgehalten. Okay, wir haben schon am Vormittag über deine Ziele gesprochen. Für alle, die neu hinzugekommen sind, was sind deine sportlichen Ziele für dieses Jahr, Stefan? Ich bin ja so neu im Freizeitteam Cervelo. Wir haben den Tour-de-France-Sieger, den Carlos Sastre. Ich habe jetzt einen Vertrag für heuer und nächstes Jahr. Und mein Ziel ist, die Form zu sammeln. Und wenn ich die Chance kriege, zu mitfahren, das heißt Österreich, Hunsport, gut fahren und dann noch eine Welt-Espanie. Okay, dafür drücken wir die Daumen. Einen großen Applaus für den Stefan Denifel. Vielen Dank, dass du dich heute so viel mitgebracht hast. Ich möchte mal gegen gratulieren. Also, das gegen die Maschine, oder? Also, gewonnen haben. Aber ich weiß nicht, es gibt sich über Ruhe. Ich weiß es nicht. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und du bist an deine Grenzen gegangen. Ja, das, wie gesagt, das war muskulär, habe ich überlegt. Keine Chance, gell? Also gegen die zwei, die andere Branche. Also, aber das reicht. Wunderbar, vielen Dank.